Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge Raft mit dem Krian. Und dem Yogi-Bär. Wir sind immer noch an unserer Insel hier und am Umbauen, Erweitern und überhaupt. Sag mal, hast du eigentlich einen Pinsel einstecken? Kann sein, dass ich ihn irgendwo zwischengelagert habe. Okay, dann... Hör ich da ein Hai? Nein. Dann begebe ich mich mal auf die Suche. Hier ist er nicht. Da hatte ich letzte Folge erst reingeguckt. Hier ist er tatsächlich auch nicht. Hier auch nicht. Das heißt, wenn, muss er hier unten irgendwo sein. Essen. Eine Angel und Wasser aufbereite. Ein Hammer. Oh. Ich habe ihn doch. Oh. Jetzt habe ich ihn fallen lassen. Wunderbar. Ich bin zu blöd, dieses Schild anzubringen. Ist es denn wahr? Ja, scheinbar. Ich würde unsere Schlaf-Error oben tatsächlich eigentlich gerne grün machen. Das Problem ist nur, dafür müssen wir erst fahren. Mal, wie siehst du das? Ja, bitte. Tu nur. Na gut. Tun Sie, was Sie gerne wollen. Das heißt, wir ernten die Insel jetzt hier unten doch nicht ab. Oder? Sollen wir kurz eine Runde ernten gehen? Die Frage ist, ja, sollen wir oder sollen wir nicht? Das ist die Frage, gell? Also ich finde schon, also es kann auf jeden Fall nicht schaden, weil Eisen, wenn man früher, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wir könnten natürlich mal gucken, ich tue mal ganz kurz den Tisch hier zwischenlagern. Also ich fände es nicht schlecht, dass wir halt Klipper und so Zeug wieder mehr hätten. Einfach, falls wir in die Bredouille kommen, dass wir es brauchen. Ja, das ist schon wahr. Vor allem war das ja auch schnell passiert, gell? Richtig. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt sagen... Hey, wir brauchen 5 Stunden, um hier alles abzuernten. Daher wäre mir das schon sehr gelegen. Wir haben ja eh noch 6 Haiköder oder so. Also daran wird es ja nicht. Wenn man vom Teufel spricht. Horst, lass das. Horst! Okay. Ja, dann lass uns doch eine Runde tauchen. Oder 2 Runden. Alles klar. Dann wird das hier hinten erstmal die ganz kurze Müllkiste. Und alle hier in der Mitte auch. Müll, 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 Müll. Ist hier drin? Mhm. Da muss halt noch ein bisschen sortiert werden dann. Aber ich denke, so grundsätzlich geht's. Wir müssen die Omas auch noch anmalen. Ja. Gut, du hast einen Haiköder? Okay, wunderbar. Ja, klar. Wunderbar. Was denkst du denn? Ich bin ja vorbereitet. Sehr gut. Hallo? Sehr gut. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee, bevor es losgeht. Okay, I'm ready. Die Richtung. Ja, der Hai schwimmt auch in die Richtung schon. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt, er kommt angeschwommen. Ja, er ist getriggert. Let's go. Klick, 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 klick. Weil gerade Schrott, glaube ich, können wir auch sehr viel gebrauchen eigentlich. Ja, schon. Ich habe so das Gefühl, Schrott ist auf jeden Fall... Kann nicht schaden, wenn wir es mitnehmen. Ich habe natürlich nichts getrunken, bevor ich runter bin, gell? Ja gut, das ist praktisch. Aber ist ja genug Wasser um dich rum. Nimmst einfach einen Schluck Salzwasser. Das dehydriert auch nicht. Also gönn dir. Erstmal was trinken gehen. Ah, Sand. Gönnung. Nehme ich auch mit. Und oder wir holen hier einfach gerade alles mit. Ja, dass wir sagen. Definitiv. Also... Wenn wir eh schon jetzt untertauchen, weißt du, dann können wir ruhig eine große Tauchsession, sag ich mal, machen und alles, was geht, mitnehmen. Weil auch Steine, also für Äxte brauchen wir die auch immer wieder, außer wir fangen an mit Eisenäxte zu machen. Ich mache mir die ganze Zeit schon Eisenäxte. Gut, ich nicht. Aber ja, dann sollten wir das Eisen definitiv auch mitnehmen, ne? Wenn man vom Teufel spricht, hallo Eisen. Ein Eisen. Und noch eins. Ich meine natürlich ein Metallerz. Er hat übrigens auch nichts mehr zu fressen. Dann könntest du ihm gerne was Neues geben. Weil, ja. Ich bin hier sonst ihm gleich ausgeliefert. Und da es ja ein hungriger Horst ist, fände ich das nicht so geil. So, den Stein nehme ich mit. Den Stein nehme ich auch mit. Und den Sand auch. Dim, 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 dim.
Sand braucht man auch nur, um Glas zu machen, oder? Ich glaube schon, ja. Oh, hier ist Schrott. Und Eisen. Geil. Geil, geil, geil. Kennst du diese beschissene WhatsApp-Gruppenwerbung? Weiß ich nicht. Wo man halt in so eine WhatsApp-Gruppe eintreten kann und eben Schlafgeld verdient, so ungefähr. Nee. Dann gibt es so eine Werbung, die eine Zeit lang immer wieder auf YouTube lief und Porsche Panamera, geil, geil, geil. Also absolut bescheuert einfach. Okay. Also, wo du sehr gut merkst, was für eine Zielgruppe angesprochen wird. Hi, Krian. Und ja. Der ist noch, Hi war noch nicht dran, als ich runter bin. Er war eben, als ich gerade aufgetaucht bin, war er dran. Alles klar. Außerdem, Horst, scheint es zu schmecken. Ich habe auch noch zwei weitere Köder dabei. Perfekt. Anschließend müssen wir nochmal dann eventuell nochmal angeln gehen, dass wir uns wirklich eine ganze Fischköderkiste bereiten. Ja, machen. Können wir ja dann auch machen, was ich meine. Ich habe lange nicht mehr geangelt. Ich habe letztens nur einmal kurz geangelt, um die letzte Angel aufzubrauchen, um einen Slot frei zu machen. Also die letzte Angel, die noch ein Slot-Ding im Prinzip hatte. Komm, Eisen, ein Eisen geht, bevor ich auftauche, oder? Hier noch zwei? Hier sind zu viele Eisen. Und jetzt eines ist ein Kupfer. Und ich meine natürlich Metallerz. Oh. Ja, ich aber hab ganz Schaden. Ehrlich, die Riesenmuscheln lasse ich hier unten. Aber warum? Weil die bisher noch keinen Nutzen haben. Ja, aber die sammeln sehr schnell mit einem E auf. Sehr schnell getan. Aber sie fressen aber nur einen Slot. Das sind ja auch Riesenmuscheln. Der Hai ist wieder weg vom Köder. Okay. Ist noch ein Köder da, oder? Ich habe zwei dabei. Ich schmeiß den nächsten gerade raus. Schmeißen raus. Mit etwas Glück findet er den Köder vor uns. Und nicht andersrum. Steine sammeln. Gab's auch in irgendeinem Film oder Serie, wo einer Steine gesammelt hat als Hobby, aber halt nicht irgendwelche Edelsteine, sondern wirklich normale Steine. Ja, kann man machen. Ja, gibt ja auch viele. Eben. Es ist ein, ich glaube, sehr befriedigendes Hobby einfach so. Oh, guck mal, ein Stein. Oh, noch ein Stein. Oh, geil, noch ein Stein. Oh, Lehm habe ich auch lange nicht mehr mitgenommen. Heiß bei mir. Okay. Ich verliere schon wieder Leben. Oh. Oh, Schrott. Dim. Ach ja. Dieses entspannte Tieftauchen. Einfach geil. So, jetzt frisst der Hai am Köder. Das ist gut. Ich bin die ganze Zeit schon am weiter sammeln. Ich habe so manchmal das Gefühl, wenn man unter Wasser ist, kommt er auch gar nicht dann. Nur zu mir schon, nicht mag er. Ja gut. Ich habe mich ja auch frisch gewaschen hier. Im Wasser. Das heißt, ich falle nicht so. Ich bin auch ein bisschen voll mit Haiblut noch. Ich denke, ich bin einfach nur ein Kollege, der angeschlagen ist. Der wollte helfen, oder was? Ja. Ja, ist gut. Denken aber ich nicht an. Der stirbt eben gleich. Eben. Jetzt ist natürlich ein bisschen doof, dass es so düster ist. Ah, gut. Ja. Aber man erkennt hier noch, was man hier sucht. Das hier zum Beispiel ist ein Zwieback. Hehehe. Ich habe den Hulk aber ganz kurz einen mitgegeben beim Auftauchen. Sehr gut, dann ist er vom Köder geflüchtet. Ja, wird aber gleich wieder hingehen, nehme ich an. Ja, ja, der braucht dann immer einen Moment, um nicht mehr ganz so verwirrt zu sein. Weil er sich so denkt, oh Scheiße, kann ich das jetzt essen? Ohne, dass ich geschlagen werde. Seetang, gell. Na, ist sich noch nicht ganz sicher, ob er hin will. Ja gut, ich meine, letztes Mal, es ist so Konditionierung, ja, letztes Mal hart aus dem Maul bekommen. Da wäre ich mir dann auch nicht so sicher. Da hat's gerade geleckt. Geh doch mal dahin jetzt. Friss doch mal dein Fressen da, Hai. Du hast ihm Angst gemacht, ja? Ich verstehe das. Weißt du, denkst du hier, schönes Schappi? Kriegst du erstmal einen Speer in die Seite gestochen. Oh, hier ist eine Kiste. So viel Scheiße in der Kiste, geil. Ja, ist bei mir. Oh shit, ich muss auftauchen. Er hat sich gerecht. Hätte ich gedacht, dir gebe ich, wenn du mich beim Fressen störst. Du Drecksack. Deswegen hat er mich jetzt beim Sammeln gestört, der Sack. Damit sind wir quitt, du Arsch. Du hast mich schon mal, was soll das denn? Er hat Hunger, weißt du?
So, nehmen wir das. Ich werde mich mal ein bisschen erholen müssen. Oh shit, oh shit, oh shit. Der gute Horst ist zu mir gekommen. Das ist aber nicht meine Schuld. Ja, du hast ihn aggressiv gemacht, ja. Jeder Hai ist erstmal lieb und dann, je nachdem wie er erzogen wird. Guck mal, da ist sein Fressen, er soll einfach. Aber das ist nicht schlimm, ich habe eh keinen Platz mehr im Inventar. Ja, das wusste ich. Deswegen. Brauchen wir eigentlich noch diesen Forschertisch, weil wir haben doch eigentlich alles erforscht, oder? Jetzt frisst er wieder. Ja, gut für ihn, gut für ihn. Gute Frage. Blüten und Farbe, Eisen, Kupfer, Material, da kann ich Zeug loswerden. Definitiv gute Frage, ich weiß es nicht. Ich würde mal behalten, also einfach sehr schöne Deko auch und nachher kommt noch irgendwas dazu, was wir dann erforschen können. Einfach mal 20 Schrott ausladen, geil. Da müssen wir vielleicht gucken, ob wir da dann doch einen größeren, eine größere Kiste für machen. Ja. Dass wir unten drunter eine Schrottkiste machen oder so. Gute Schrottkiste. So, also ich habe hier unten definitiv noch sehr, sehr viel Zeug gehabt, was ich ernten kann. Ja, bei mir ist auch noch ein bisschen was. Ich würde aber mit dem nächsten Köder warten, bis es wieder heller ist. Ja, definitiv, definitiv. Das macht definitiv mehr Sinn. Morgen snack ich ein bisschen Wasser. Ja, Horst, hat's geschmeckt. Ganz kurz unsere Müllkiste hier. Ich muss eh so ein neues Ding machen. Ein bisschen warten, damit ich wieder vernünftig Leben hab. Weil ich glaube eben, also hätte er mich eben ein zweites Mal erwischt, dann hätte kritisch werden können. Ja, steht alles als gelernt da, also wenn wir eh nichts mehr machen können. Ja. Was brauchen wir denn für einen besseren Haken? Eisen. Schrott, Seil, blanke Bolzen. Ah, gutes Stückchen Hai. Oh yeah. Gutes Haifilet. Wo haben wir denn die Seile aktuell drin? Wahrscheinlich hier, ja. Okay, dann mache ich mich mal an die Essenskisten sortieren hier. Ich angel ein bisschen derweil. Also erst mache ich mir eine Angel und dann angel ich, aber ja. So. Jo, vielleicht fange ich jetzt einen schönen großen Hai. Blub. Ach ja, Nachtangeln. Da beißen die Fische besser, die sind ein bisschen schläfrig. Und ja, dementsprechend das Beste, was man machen kann. Was mich interessiert ist, was passiert, wenn ich jetzt hier eine dieser Stützen wegmache, dieser Pfeiler, die wir haben? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich kracht es zusammen. Weil schweben kann es nicht. Darauf erstmal ein Schluck Kaffee auf diese Erkenntnis. So. Genau in dem Moment beißt natürlich ein Fisch an. Ist ja klar. Ist ja klar. Diese gemeinen, hinterhältigen Fische. Hi. Hi, Krion. Oh, er ist tot. Ja, nice. Ich bin schon unterwegs. Denn wo war meine geile Stelle? Es wird auch langsam hell, das ist auch in Ordnung. Ab ins Wasser. Wuhu! Ja, genau jetzt, wo ich alles in meinem Inventar drin habe. Ja, ist auch klar. Ist das nicht immer so? Genau jetzt, wo es so dunkel ist, dass ich hier aktuell gar nichts erkenne. Oh, Seetang. Gehe ich erstmal nicht ganz so tief. Nehme ich erstmal hier Dinge mit. Steine zum Beispiel. Ah, super. Kann man irgendwann mal den Hai auch mit Steinen bewerfen. Wollte ich gerade anfangen, ein bisschen aufzuräumen und dann stirbt der Hai. Und ich habe wieder nichts getrunken, bevor ich runter bin. Du solltest dir definitiv demnächst einfach mal eine Wasserflasche machen. Weil ich habe immer meine Wasserflasche einstecken. Kann ich auch unter Wasser schnell was trinken, weißt? Gut, kannst du auch mit dem Becher machen, aber der ist halt nicht immer so voll, ne?
Und Setan. So, wo war diese scheiß Stelle, wo meine Truhe war? Ich glaube, ich hoffe, ich schwimme in die richtige. Ja, ich schwimme in die richtige Richtung. Gut. Gerade schon gedacht, ich muss auftauchen und schwimmen tiefer rein. Das wäre echt problematisch geworden. Und. Jetzt werde ich Schaden nehmen. Ich ersaufe und verdurste gleichzeitig. Ja, ich habe keine Sauerstoffflaschen mehr und keine Paddelflossen mehr. Du wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Ein bisschen habe ich noch. Okay, weil dadurch wird es halt echt kritisch tief genug zu kommen, um ordentlich abernten zu können. Also zumindest für einen längeren Zeitraum. Damn. Jetzt bin ich auch noch vom Kreis weggegangen. Metall, Erz, Metall, Erz, Metall, Erz, Metall, Erz. Und auftauchen. Go, 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 go. Aber gut, wir spielen auf so einer einfachen Schwierigkeit, dass man eh relativ schnell das Leben wieder generiert. Oh, das liegt aber an dir. Du hast die Einstellungen gemacht. Ja, aber ich glaube, ich habe auf normal gestellt. Also normalerweise die meisten Spiele stelle ich immer auf die mittlere Schwierigkeit. Weil einfach ist in der Regel zu einfach und schwer unter Umständen zu schwer. Ah, hier war die geile Stelle. Aber das ist ein bisschen tief, glaube ich. Und auftauchen. Oh, gerade mit dem letzten Metallerz ist auch mein... Oh shit. Oh shit. Was denn? Hast du noch Sauerstoffflasche gerade? Nein, ist gerade leer gegangen. Weil ich habe die Stelle wieder gefunden. Mal gucken, was wir akut dafür brauchen, ob ich was davon habe, um mir eine zu machen. Weil da ist echt noch viel Zeug. Und das kann ich aber halt nicht holen, weil ich kann gerade mal drei Sachen ernten und muss dann auftauchen und verliere das halbe Leben dabei schon. Fernglas will kein Mensch. Sauerstoffflasche. Ich brauche eine Flasche, das kriege ich hin. Und Flossen dürfte ich sogar auch hinkriegen. Was sagt denn der Klibberhaushalt? Drei. Das könnte zu wenig sein. Seetang, Seetang. Eine Seetang, die ist lustig. So, wo sind denn die Schilder hin? Gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. So, dann machen wir uns mal Seile. Auch noch zwei mehr Klimmer, okay. Is on the way. Leere Flasche. Trinke ich halt noch was, ne? Habe ich auch eine leere Flasche, wunderbar. Und, ja. Kriegst du, weißt du, den Shortcut für einen Pfeil nach oben zu machen? Wie ein Pfeil nach oben? Achso, du meinst über das Ding? Nee, weiß ich nicht. Ja, da brauche ich nochmal Klippe. Sauerstoffflasche ist am Start. Komm schon, Klippe. Go, go, go. Das auch schon mal raus tun wieder. Sand war hier? Ja. Sand war hier. Und Kokosnüsse. Tu ich mal da rein. Ne? Fisch auch. Kleber, yay! Gut, ein Kleber fehlt mir noch. Dann kann ich nochmal... Oh, wir haben wieder ein Hai. Haben wir noch Haiköder? Ja. Sehr gut. Weil dann würde ich gleich nochmal eine Runde tauchen gehen. Nom 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 nom. Kartoffeln essen. Ist immer gesund. Gute
Grundnahrungsmittel, Kartoffel. So. Gut. Wieder zurück tun. So, seid ihr jetzt langsam mal fertig hier? Ihr Scheißteile? Komm schon. Werde zu Klippe. Na, Krian zeigt uns die Richtung. Richtung diese Truhe. Gut, Krian, mir ist gerade was aufgefallen. Sag bloß. Die Folge ist schon wieder vorbei. Unglaublich. Ist krass, ne? Ja, aber würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr die andere Perspektive sehen wollt als bei mir, wenn ihr bei mir geguckt habt, schaut auch beim Krian rein. Oder halt beim Yogi, wenn ihr zuerst bei mir geguckt habt. Ja, richtig. Und gibt's auch schöne lustige andere Videos. Ja, dementsprechend bis zur nächsten Folge. Die kommt am Samstag um 18 Uhr. Bis dahin euch eine wunderbare Zeit. Haut rein und bye bye. Ciao, Leute.